Ja, also ich wollte dieses Jahr wirklich abliefern, ey. Ich habe echt gut angefangen. Aber ich wollte letzte Woche was vorbereiten, damit es heute ein bisschen schneller geht. Ja, das habe ich ein bisschen verkackt. Und dann ist was dazwischen gekommen. Aber damit will ich euch jetzt gar nicht belabern. Ach komm schon, erzähl es uns. Okay, also komm, ich schneide euch das kurz rein, was passiert ist, und dann wisst ihr Bescheid. Ach du Scheiße, Mann. Komplett Scheiße, Mann. Gar keinen Bock. Was für ein Scheiß. Ich war das nicht, ne? Ich mache das jetzt einmal kurz so, aber ich muss das Licht einmal kurz ausmachen. Das ist Scheiße. So, ich breche das ab, ich baue das jetzt hier nochmal zusammen und dann, ja, das ist doch scheiße. Ich habe keinen Bock mehr. Genau wegen dieser Scheiße habe ich keinen Bock da drauf. So eine Kacke, ey. Dieses Haus ist so behindert. Und heute habe ich nicht ganz so viel Zeit. Okay? Deswegen einfach kurz. Lampe schon mal fertig machen. Da ist noch kein Strom drauf, aber das ist mir persönlich jetzt gerade egal. Die Lampe. Kurz Augen zu, bitte, ne? Ich glaube nicht, dass der Bit da so weit reinkommt. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich will jetzt natürlich gucken, ob es funktioniert, ne? Ob das jetzt gut ist, was so zu tun. Ich wage es zu bezweifeln. Wenn ich das jetzt oben in die Dinge reinhalte, müsste es theoretisch gehen. Es geht! Gut, jetzt muss ich nur noch, also nicht heute, also nächstes Jahr muss ich das, ja, ne? Dass es dann mit der Lampe da drüben funktioniert. Schön. Schön, schön, Nummer 1 fertig. So, Zimmertür einstellen. Let's go.
Okay, der Kunde ist nicht da. Der Kunde hat sich beschwert, dass die Tür nicht richtig zugeht. Achso. Also bei den Kunden, wo es immer so unaufgeräumt aussieht, ne? Schlimm. Schlimm, schlimm. Mal gucken. Einfach mal nochmal neu. Festziehen das Ding hier. Oh, first try. Oh ey, jetzt hab ich schon... Oh hier, nächstes Mal Lör. Ich muss noch eine Sache fertig machen. Damit ich meinen Soll für heute erfüllt habe. Diese Baustelle. Ich muss einen Akkuschrauber nur mal kurz holen. Heute soll es irgendwie minus 20.000 Grad sein oder so. Hoffentlich überlebe ich das. Spaß. Ich bin ja ein Genie, ne? Ich habe eine Garage, wo mein Werkzeug drin ist. Und wo packt man dann am besten nicht seine Ladestation hin? Genau, in die Garage. Weil es eventuell ein bisschen kalt hier drin werden könnte. Deswegen, ich hatte immer keinen Bock, machen wir heute. So, einmal den Bums da weg. Raus. Das haben wir, das nehmen wir mit. Akku nehmen wir auch mit. Darüber habe ich glaube ich auch noch einen. Ja, da muss ich die Halterung noch mal gut abknallen. Da habe ich mir eine rangeschraubt. Ist das jetzt. Oh. Schön. Ach ja. Und sonst so. Geht bei euch? Wart ihr heute denn auch schon fleißig? Wahrscheinlich nicht, ne? Sonst würdet ihr das ja nicht gucken, um euch besser zu fühlen. Mann, wie soll das denn jetzt alles gehen, Mann? Hält das? Hält das? Kann ich das hier so? Ohoho! Ich bin ein Profi. Ich bin ein Profi, der Profi macht, glaube ich, hier, ne? Schreibt das mal in die Kommentare. Schreibt es mal unten rein. Ne? Da. Ne, ich hänge das einfach hier oben rüber. Ich glaube, das ist besser. Oh, hier ist es schön. Also meine Heizung sagt, es sind draußen minus 4. Und drin muggelige 27 Grad, würde ich mal sagen, ne? Sieht doch schön aus. Das sieht doch schön aus. Hier unten oder hier oben? Hier oben. Hier oben. Hätte doch alles so einfach sein können, ne? Ah. Nicht so dumm. Man müsste die Schraube auch reindrehen. Ausrichten. Schön. Der ist leer. Er charged ab. Schön. Jetzt noch den hier. Ne, dann nehmen wir ein bisschen Platz weg. Ne, aber hier. Ne, das ist auch kacke zum Rausfummeln. Hier. Ne, auch scheiße.
Oder ich lasse ihn einfach da liegen. Einfacher. So. Das war der Mach deine Scheiße Tag 2021. Ich hatte leider keine Zeit mehr. Vielen Dank fürs Anschauen. Abo und ein Like da lassen nicht vergessen. Haut rein.